Hallo Leute, herzlich willkommen zum Donnerstagabend-Livestream. Ich begrüße ganz herzlich meine Zuschauer auf Twitch, die heute live dabei sind. Und natürlich begrüße ich auch meine YouTube-Zuschauer, die ab jetzt jeden Tag eine Folge von Adrenzewart auf YouTube bekommen. Ja, in diesem Projekt sind mit dabei die Gamer Biene, der Kenny Wetal, der Dirk, der liebe Wisi und der Deichsel. Und was heute an Arbeit ansteht, das schauen wir nach dem Intro. Bis dahin. Der fragt Sachen. Ja, nein, es ist kein gemoddetes. Nein, Okay, es dann sollte ist das kein Mod. eigentlich passieren. Dann sollte das eigentlich nicht passieren. Synchro. Alles Original, Kenny. Alles original. Bei den Thrasher, ja. Halt, 7,5 Meter, ja. Also, wenn ich bis dahin einen PC habe, der funktioniert, Habe ich schon gehört. ja, und der nächste LS-Teil rauskommt, werde ich vielleicht, Steigst du um auf PC? nein, werde ich vielleicht mal hingehen und eine Karte für uns erstellen. Du hast gehört, wie viele Stunden das braucht, ne? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich die von heute auf morgen erstelle, oder? Ja, das hatten wir schon erwartet, wenn schon. Ja, ich weiß. Ja, er meinte, ich gedacht, das Spiel kommt raus und du hast die Karte nächsten Tag fertig. Wer quietscht denn da so komisch? Capri-Sonne. Ah. Capri-Sonne. Wieso Hanke nächsten Tag am selben Tag noch? Ja, ich wollte ihn jetzt nicht ganz so unter Druck setzen. Auch kennen. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich mit dem Programm zurechtkomme. Weil habe ich bisher noch nicht gearbeitet, deswegen, ne? Aber stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn wir unsere eigene Karte hätten. Große Felder, keine Bäume, breite Straßen, keine Flüsse.
Einfach Keine Grieben. Nix. Nur Wiese. Nein. Also. Braucht einer von euch wen Hackschnitzel, Benny Hanke? Hackschnitzel, ja. Wenn du da was über hast, nehme ich gerne. Hier im Wald kannst du Bäume fällen. Ohne Ende. Wo? Auf der linken Seite. Von. Ich brauche Feldnummern, bitte. 163 abwärts. Bis nach ganz unten runter. 163, ah, okay. Ja, cool. Bis in den Wald darunter. Den Wald kannst du nicht, das gehört Hanke. Wenn der Wald Hanke gehört, kann ich das auch. Ach so, du meinst da ganz unten links. Ja, ja. Ja, gut. Kannst du dir alle Bäume wegholen, bitte? Ja, kein Thema. Ich will ja die Felder zu 1 machen. Ah. Also, abschnittsweise. Die wo sind Weg. Ja. Wow. Du wolltest. Da habe ich einiges zu tun. Von 164 runter? 163, ja, von ganz oben rechts, links. Bis zum Fluss und dann auf der anderen Seite vom Fluss auch weiter runter. Genau. Da ist ja ganz schön zu tun. Ja. Wow, so ein großes Feld willst du dir zusammenlegen? Tja, wieso, das hast du oben. Oben sind es 4. Und da sind es nur 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber das ist eine ganz schöne Strecke, ne? Hier ist oben rum, wird das auch nicht anders, danke. Wenn du oben rum nimmst. Würden der Striegel hin. Ja. Da gehe ich von 162 rüber auf die 160, 159 bis 157 und dann 56 bis die 55 noch. Ja. Kannst du die 3 Meter schon dann nicht mehr machen. Nee. Die 31. 33. Musst du Gras rauf machen und dann Gras ballen. Dann kriegst du einige, glaube ich, zusammen. Na, ich oh jetzt ja. Schon, strohtechnisch 400.000. Wieder. Nur heute an. Der Stroh dran. Ja. Das ist nicht verkehrt. Brauchst du auch für deine Kühe. Ja. Die Village ist ja auch noch am Laufen. Das ist. Ja, das brauchst du ja alles, ne? Moment, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Genau, darunter, dann gehen wir erst hier drüben die 47. Die ist da lang. Ich habe mir überlegt, eine größere Mitrische, aber die größere, die wäre noch umso schlechter, als hier, die über die. Ja, das muss ich wieder hochkommen. Wie du hier rüber hast. Ja, das ist immer. Quatsch, über die Hauptstraßen kommst du rüber. Selbst der hat sich ja hier ein bisschen dran fahren. Schaff das Frontgewicht nicht dran. Jetzt. Jetzt hebst du ab, weil das Frontgewicht ja, nicht dran ist. Ab. Ja, ist ja. Mehr jetzt hinten. Ne? Und wieder ein Hänger voll. Oh, der arme Hänger. Ja. Ist halt gerade nervig, weil alles durcheinander gesät ist. Ja. Bei Hafer, wie mir das ist, dieses Glas vorne. Aber was? Alles. Solange der Ladewagen relativ leer ist, geht's, kenne ich, aber wenn er voll wird, schiebt er extrem. Ja, klar, überleg mal, ne, was da an Gewicht dran ja, kommt. Ja. Gleich muss man vielleicht das. Gut, mit, ja, mit dem Gewicht, Frontgewicht geht's ja schon. Ah, verdammt, Jungs, da musst du aussteigen und von hinten mitschieben. Da lang. Schiebung! Ja, Stopp. So, dann haben wir das jetzt hier auch schon mal. Zwei Reihen Vorgewände. Mach ich, ich geh mal abladen und hol mir mal das Gewicht ab. Das geht jetzt nicht. Ja, mach das, mach das. Ich sag mal so, gegen einen Fluss an sich ist ja gar nichts einzuwenden. Auch gegen einen breiteren Fluss ist nichts einzuwenden. Wenn der Übergang breit genug ist. Genau.
Ne? Und Gut, das ist auch aber gegen viel einen tiefen Fluss ist Vorlauf. nichts einzuwenden. Ja, die Ne? Aber Übergänge, die haben sie ein bisschen knapp gemacht. ja. Und deswegen, das sind so Kleinigkeiten. Du kannst ja auch ein Fluss einzäunen. Ja. Das wäre auch noch eine Option, aber trotz alledem, weißt du, du hast hier keine gescheite Stelle, wo du mal vernünftig Wasser holen kannst. Wo? Bei mir oder in Gewächshäusern. Ja. Achtung, ich hüpfe durch Fahrzeuge. Aber nein, mir geht's halt darum, dass du nicht einfach so mal vernünftig an den Fluss ranfahren kannst, an den See ranfahren kannst. Doch. Wo? Wo? Bei, ja, sage ich dir gleich. Entweder Bei euch da. bei Feld 140, da ist ein großer Ja. Teich. Oder wenn du zwischen 137, 193, 141, da ist auch noch so ein kleiner. Moment, 141. Rechts, links, oben, unten, Mitte. Da in diesem Dreieck da von der Straße. Dreieck von der Straße. Hanke, was ist denn ganz unten links? Sag mir nochmal die Feldzahlen. 137, 37, 41, ach so, da. Ja, ich sehe das nicht, weil da ein und gelber Drescher drauf steht. Das ist das. Ja, okay. Ne, aber das ist da zwei Stück nah beieinander auf der einen Seite der Map. Welches meinst du, Dirk? Ganz unten links. Da, wo denn das letzte Feld von dir unten ist. 148. Ja, stimmt, da ist auch noch so ein Teich, ne? Ja, ich habe das vorhin Wo? nicht ausprobiert. Ach so, da unten, ja. Naja, aber es gibt halt so Sachen, wo ich sage, die fehlen hier einfach auf der Karte. Du hast zwar überall die Gräben, aber du kannst in den Gräben kein Wasser holen, weil die nicht tief genug sind. Aber sie sind so tief, dass deine Fahrzeuge dir ständig kaputt fährst. Also bei Dirk da auf dem Hof, da in den Graben kannst du aber reinfahren, die Wasser holen. Mehr da Wo unten links. ja, wo Dirk Ach die ja, Gewä wo Dirk machst du seine klar. Gewächshäuser steht, da am Rand, da kannst du Wasser holen. Ohne Probleme. Okay. Und bei dir, bei uns auf dem Hof doch auch, Kenny, da hast du doch auch Ja, Wasser drin. weil ich es umgebaut habe dazu. Ach, das kann man so bauen, dass es Wasser gibt, ja? Ich habe den vertiefer, also tiefer gemacht, den Graben da. Und bin dann hingegangen und habe dann den Eingang dazu etwas sachter gemacht. Aha. Ja, deswegen kann man da Wasser holen, sonst wäre das auch nicht möglich. Und ich hätte gerade mir fast in den Arsch beißen können, weil ich mich versenkt hätte. Das hätte ich gerne gesehen, wie du dir einen Arsch beißt. Du, ich habe zwar eine Kamera, aber nein. Ich habe keinen Stream dran. Was Verdammt. sagst du? Den Stream habe ich gar nicht offen, hätte ich meiner Frau Bescheid sagen müssen. Ja, ich bin der Einzige, der zuschaut da, aber Kenny. Ja. Ja, ich muss bei Deichsel zuschauen. Naja. Du schaut ja alle auf Handy denn, oder wie macht ihr das? Oder was habt ihr denn? Ja, auf Handy. Ja? Handy, Laptop, Tablet. Bei Laptop könnt ihr ja, sonst Nee, kann das ja ich nicht habe schauen. über Laptop habe ich hier mein Stream offen, weil ich da Habt ihr auch den auch? Chat drin habe. Ja klar, logisch. Und über mein Handy habe ich Deichsel laufen. Naja, ich muss ja kontrolliert werden, ne? Ja, Kein aber Laptop Vertrauen. kannst du ja verschiedene Fenster öffnen, oder? Du kannst ja alle zuschauen, die Ja. streamen, im Prinzip. Deichsel, ich habe noch gar nicht so bei dir reingeschaut. Das war ein Spaß, Hanke. Ich habe heute noch gar nicht bei dir so reingeschaut. Ich habe ihn zwar laufen, aber ich bin so auf meine Arbeit konzentriert. Das kann jeder sagen. Als hättest du So. jetzt dieses angehoben, Deichsel. Also, wir haben Feld 31, Feld 33 Ich mit wollte Hafer. ja gerne bei Biene reingucken, aber Biene hat ja nicht gestreamt. 32, 34 ist Raps, aber die 32 ist noch nicht fertig. Haha. So,
Das heißt, 174, 175, 176 mit Gras. 31, 33, 34 stehen noch an. Und ihr seht, wie viel Lila hier bei uns in dem Karree ist. Das sind alles Felder, die müssen noch gepflügt werden, verbunden werden. Die sind abgeerntet. Ja, das müssen wir auch noch. Und dann müssen wir natürlich auch noch die restlichen Felder, die jetzt noch nicht uns gehören, meint, so. Das sind hier die drei, das eine, na, da vielleicht auch noch, mal gucken. Und hier unten die, müssen wir uns auch noch aneignen. Da haben wir also noch jede Menge zu tun, Leute. Biene? Wir werden offline auf alle Fälle noch ein bisschen weitermachen. Es gibt bald Steine für dich. Juhu! Juhu! Ganz viele. Ganz viele. Und ja, dann mache ich jetzt mal gerade noch ein bisschen Werbung. Und zwar haben wir am Mittwoch den GT-Stream auf Twitch, am Donnerstag, wie heute auch, den LS-Stream auf Twitch, am Freitag bei mir und Deichsel, 7 Days to Die, beim Bauer Hanke, LS, Biene springt zwischen den beiden Projekten hin und her, so wie sie gerade lustig ist. Dann am Samstag, Mr. Too Late und Deichsel und eventuell Wiesi, je nachdem wie es ihm geht, plus meiner einer, mit Generation Zero. Und am Sonntag bin ich mit den Sims am Start. Diesen Sonntag allerdings nicht, denn es ist die Season-Abschlussfeier von Rhinefire. Das heißt, da müsst ihr leider eine Woche warten, bis es weitergeht bei den Sims. Zwei Folgen sind auf YouTube schon da. Na toll. Ihr könnt gerne dort weitere Dinge unterschreiben. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, am Sonntag bei mir auf Instagram einfach mal vorbeischauen. Ich werde sicherlich das ein oder andere Video da hochladen. Weil streamen werde ich von dort nicht. Dafür ist einfach zu wenig. Aber ja, auf Instagram könnt ihr sehr wahrscheinlich euch das ein oder andere anschauen. Zumal ich bin ja auch ein Fan da. Dementsprechend habe ich da gar nicht so die Motivation dazu, so viel dort zu streamen und / zu arbeiten, sondern möchte da auch meine Zeit genießen. Es gibt Freibier und das heißt, ab einer gewissen Uhrzeit, ab einem gewissen Pegelstand wird von mir dort nichts mehr kommen. Das ist dann nicht, weil ich euch ärgern möchte, sondern einfach, das ist dann nicht mehr jugendfrei. Wenn es interessant wird, dann dann lässt du wieder raus. Ja. So in etwa. Das ist doch immer so. Wenn es interessant wird, geht er weg. Ja. Oh Mann. Bescheid. Ja. Unmöglich. Gerade das ist interessant. Ja. Ja, Kenny, jetzt sind wir richtig enttäuscht von dir. Ja, ich muss gucken, wie lange ich da mache. Ich werde euch da nichts versprechen, weil ich hinterher nicht halten kann. Ist der erstmal so uns heiße und lässt uns hängen. Ja. Ja, gerne. Das macht er immer gerne, das weißt du doch, Dirk. Ja. Außerdem, ja, was habe ich jetzt noch? Moment, irgendwas hatte ich noch. Vergesst nicht, bei den anderen gerne mal vorbeizuschauen und auch dann so ein nettes Like da zu lassen und so. Auch wenn die mich immer wieder ärgern, aber ja, das haben sie sich verdient. Wir ärgern dich gar nicht. Sagen sie alle. Wir sind immer nicht zu dir. Komm, wir waren heute ganz friedlich. Ja. Meistens. Genau, meistens. Ich werde geärgert. Nein. Das ist ganz normal, Biene. Du bist die einzige Frau. Du wirst nämlich nicht angemacht. Geärgert, du wirst geneckt. Ja. Ja.
Ja, ansonsten habe ich nur noch zu sagen, dass wir uns auf alle Fälle freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder mit einschaltet. Und wenn ihr sagt, nö, nur LS, dann freuen wir uns darauf, euch am nächsten Donnerstag wieder zu sehen. Ich Ja. freue mich darauf, morgen ihn wiederzusehen. Dazu oder so, aber ne, wenn die sagen, nö, ich gucke nur LS, dann freut es uns doch sicher, wenn wir die am nächsten Donnerstag wiedersehen, oder? Ich sag ja, mich freut das auch, wenn sie morgen reinschauen. Ja, dazu oder so. Ach so, ja, du bist ja morgen auch mit LS online. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Leute, morgen bin ich gespannt, welche Katastrophen passieren. Denn wir haben morgen Eine Gruppe. Freitag, den 13. Ange, das Feld ist fertig. 60. Supi. Danke. Lass die Mähdrescher noch gemietet, zumindest der, der bei mir steht, bitte. Weil ich werde da gucken, dass ich zwischendurch mal drauf komme. Ja. Hat ja die Stadt gemietet. Ja. Und die macht ja immerhin 63.000 plus. Im Monat, ja. Ich dachte am Tag. Nein. Nein. Monat, okay. Danke, ich habe mir noch zwei Felder gekauft. Ja, Dirk, ich durfte keine mehr kaufen heute. Das habe ich ja mitgekriegt, das hat er mir nachgegeben. Ja. Aber muss ich wieder einen Schutz in der Mix, ne, verstehe sie. Ja, ich verstehe Ja. sie doch auch. Ist doch auch alles in Ordnung. Aber du bist aber jetzt ständig so fest, so alleine. Es ist ein Mammut, ne? Ja. Sonst, wenn du mal irgendwie Unterstützung oder was brauchst, musst du mal Bescheid sagen. Ah, läuft ja. Also ich bin froh, dass jetzt in alle Fälle mit immer kam. Biele? Bitte? Das kannst du mir einen Gefallen tun? Nach. Was? Ich stelle jetzt meinen Mähdrescher hin zum Waschen und ich muss auch noch das Zeug in Traktorreform mit Zeug bringen. Kannst du das eben bitte waschen? Mit dem Hänger? Jupp. Mit Das den ist ein Hängern. Problem. Oh. Aber der Hänger muss blitzblank sein, ja? Noch Anforderungen auch? Ja, klar. Der Spanner. Das weißt du, Biene, du weißt doch, wie das hier abläuft. Wo ist unser Hof? Der findet dann meinen Hof. 193, Nein, 293. Doch, 193. War das nicht 393? Ihr Blöden. Wer Nein, fährt hier doch. schon wieder bei mir übers Feld? Ist ja Nein, doch, grausig. 493. Der Deichsel. Ich bin noch am Suchen hier, wo ich langfahren muss. Ja, bei mir quer übers Feld. Da Ja. musst du nicht langfahren. Vor allem, du kommst da mit dem Mähdrescher nicht lang. Gut, wir müssen Gebühren verlangen, Du denn. musst runter Richtung Feld 150, da über die Brücke und anschließend wieder hoch. Muss ganz im Süden mit dem Mähdrescher drüber. Na klar, ganz im Süden, ja logisch. Ja, dann ganz im Norden. Nein, ich bin da bei der 191 bin ich drüber über die Brücke. Nur wenn er gleich stecken bleibt, ich habe es ihm gesagt. Der Kreisverkehr? Muss ich jetzt gucken, Na, wo er ist? Er wo ist beim bleibst du? Hof, beim Shop, knapp unterhalb vom Shop. Ja, da kommt er doch über die Brücke hinweg. Nein, kommt der nicht. Das Kommt schafft er er nicht. wohl? Schafft Aber er ich bin nicht. davor ins Ultrum gefahren. Und gleich schreit er, weil er sich versenkt hat. Das ist dann Kennys Schuld. Ja. Genau, weil Kenny das gesagt hat. Genau. Kann ich mitleben mit dieser Schuld? Jetzt will Kannst du mitleben? Ja. ich schon spielen. Oh, kann Kenny mitleben? Ja.
Ding, sondern müsste ich. Sag ich doch, da komme ich durch. Kannst du nicht bis runterfahren oder bis hochfahren? Verwirr mich nicht, Kenny. So, meine Liebenden. Das war's für heute. YouTube, ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, abonnieren. Und ja, ansonsten bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. War schön mit euch. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Kenny, wegen Samstag, ich bin